Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dagon. Vielen Dank fürs Einschalten zu einer neuen Folge Golf It. Ich habe ja bereits schon 2 Löcher gespielt. Falls ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, blende ich euch diese einmal oben rechts ein. Dort könnt ihr sie euch anschauen, falls ihr sie verpasst haben solltet. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt gleich nach dem Intro direkt an. Und zwar mit dem Parcours Minen. Was mich da erwartet, bin ich mal gespannt, wie schwer die Löcher werden, wie gut ich abschneide. Das alles gibt es nach dem Intro. Ich würde sagen, bis gleich und viel Spaß. So, dann werden wir doch mal loslegen. Einmal Kopfhörer rein, Sound ist da. Wir klicken einmal auf Start und haben auch diesmal wieder 12 Schläge pro Loch. Zeitlimit maximal 2 Minuten pro Loch. Wir klicken auf Match starten und sind beim ersten Loch. Das sieht schon mal nicht so heavy aus. Wir geben Gas und hoffen, dass wir ein Hole-in-One machen. Da war anscheinend ein bisschen zu viel Schwung dahinter, ist aber nicht schlimm. Das holen wir nach. Mit dem zweiten Schlag ist die Pille bzw. der Ball drin. Auch das sieht relativ easy aus, heißt aber nichts. Weil wir müssen einmal da hoch. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Wenn wir das Ding jetzt noch beim zweiten Mal einlochen, bleibt ja da stehen, beziehungsweise 2 Lochen wäre es gewesen. Eventuell können wir jetzt ein 3 Lochen draus machen. Bleib oben, bleib oben. Bleib oben, nicht weiter runter, nicht weiter runter. Okay, wunderbar. Gut, wird es halt ein 4 Lochen, was soll's. So, das Kabel nervt hier gerade. Ich muss ihn ein bisschen umbuxieren. So, weiter geht's. Da ist das Loch. Okay, hole in one, hole in one. Come on, baby. Go in. Thank you very much. Albatros, hole in one. So, was haben wir hier? Mit Rampe anscheinend. Ich vermute mal, wir müssen so hier spielen. Schon vorbei. Und ja, wäre da noch ein bisschen mehr Schwung dahinter, wäre dieses gute Stück auch reingegangen. Egal, passt. So. Ja, ich habe gerade Aiming-Probleme. Habt ihr gesehen? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Auch nicht schlecht. So, jetzt aber. Und rein damit. Beim zweiten Schlag ist das Ding drin. Sehr schön. Kann weitergehen. Okay. Noch erschließt mich hier, sich mir hier nicht, wie es weitergehen soll. Okay, okay. Das funktioniert nicht. Nope. What the fuck? Schön. Das heißt, wir müssen mit einem riesen Schwung da vorbei. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das natürlich direkt so gemacht. Kann ja keiner ahnen, dass da so eine Falle aufgestellt ist. Egal, immerhin im dritten Schlag ist das Ding drin. Warum auch nicht? Okay. Hier müssen wir jetzt also ein Salto machen. Ja, wo ist denn jetzt hier das Loch? Welches nehme ich denn da am besten? Das würde ich sagen, ne? Ja. Oh. Geh doch rein. Ernsthaft. So. Dann auch hier bei Schlag 3 ist das Ding drin. Immerhin. So schnell kann es gehen. Wo muss ich hier lang? Links, rechts? Man weiß es nicht. Gut, jetzt weiß man das spätestens. Also einmal hier hoch. Auf jeden Fall darf der da oben nicht zu weit, sonst fangen wir nämlich wieder vom Anfangspunkt an. Das muss ja... Ja, das ist auch taktisch unklug. Das Ding einfach mal drüber zu schmettern. So, ganz leicht. Nein, genau das meinte ich. Genau das sollte nämlich nicht passieren. Fuck off. Das kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht hin. Wieder so ein Loch, wo man wieder verzweifeln könnte. Ja, das ist ja noch besser hier. Wird ja immer besser hier, der Scheiß. Mann. Dieses Loch bringt gerade einen so ein bisschen zum Ragen. Du bleibst bitte oben. Rollst nicht noch weiter runter.
rollst nicht noch Danke auch. Oh mein Gott. What the fuck? So, jetzt hoch. Ja, komm. Bei Schlag Nummer 9, oder war das jetzt 9? Nee, das ist jetzt 9. Also bei Schlag 9 geht das Ding auch mal rein. Besser früh als gar nicht. Beziehungsweise besser spät als nie, heißt doch das Sprichwort. Besser früh als gar nicht. Ist klar, Herr Kommissar. So, wir spielen das Ding großzügig. Einfach mal an. Und hoffen, dass wir jetzt im zweiten Anlauf versenken. So ist es auch. Das Ding ist mit einem Birdie drin. Die Kopfhörer fallen raus, ne? Ich habe ja schon so riesen Ohren. Aber die fallen dann gerne raus. So, hier müssen wir auf jeden Fall wieder Gas geben. Hoffentlich nicht zu viel. So ist es. Das war nämlich zu viel. Danke auch. Nochmal das Ganze. Das war auch zu wenig. So viel steht schon mal fest. Muss auch mehr sein. Ja, die Musik hier. So, das sieht doch besser aus. Nicht. Und jetzt? Ja, die Musik hier bei diesem Parcours Minen. So, das sieht schon besser aus. Oder auch nicht. Was ist jetzt? Ja, ja, komm, komm. Du Drecksack. Fast drin. Egal, bei Schlag 5. Ja, nochmal. Ich bringe jetzt mal den Satz zu Ende. Die Musik bei diesem Parcours Minen, die nervt so ein bisschen. Die ist so ein bisschen simpel, dimpel. Komm, das könnte... Nein, das wird kein Hole-in-One, aber immerhin hoffentlich, wenn ich jetzt keine Scheiße baue, mit Schlag 2 das gute Stück versenkt. Dankeschön. Die Firma bedankt sich. Okay. Wie auch immer. Was war das? Bisschen fester musste ja schon spielen, ne? So, wir müssen also durchs Loch da vorne. Und immer weiter durch irgendwelche Löcher. Als wäre man hier eine Maus. Ist das nicht toll? So, das nehmen wir ohne diese komische Hilfe. Das nehmen wir hoffentlich mit einem weiteren Schlag ein, das Loch. Aber das war wohl nix. Okay. Gibt's denn jetzt hier ein Loch oder geht das einfach nur wirklich darum? Ne, es gibt tatsächlich ein Loch. Da habe ich mich jetzt mal übelst vertan. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, das haben wir dann auch geschafft. Und wo müssen wir jetzt hin? Einmal dahin, wa? So, wir spielen das Ding mal nicht zu feste. Spielen das Ding jetzt einmal hoch. Und hoffen, dass es jetzt klappt. Ja, bleibt doch oben. Ja, wäre nett. So. Dabei ist es doch so simpel und ich krieg's nicht auf Anhieb hin. Mann, Mann, Mann. Triple Boogie. Ja. Wohin auch immer ich jetzt muss. Das wissen wir alle nicht so ganz. Oder muss ich da... Ne, durch ein Loch kann ich nicht, da nicht, da nicht. Ich muss also quasi hier hoch, würde ich mal vermuten. Okay. Jetzt glaube ich... Verstehe ich, was die von mir wollen? Ja, genau das wollen die von mir, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich hab doch eine Meise. Ne, optimale... Ja, jetzt bin ich doch mal drauf. Optimale Länge für ein Video finde ich persönlich, was ich mir jetzt selber auch maximal an Länge angucke, sind so circa 10 Minuten. 11, 12... Ist auch noch okay. Ja, was passiert hier gerade? Nicht viel, wie man sieht. Knapp daneben ist er bekanntlich auch vorbei. Das heißt, wir spielen das Ding ein bisschen so. Ja. Und sind oben. Und bleib auch bitte oben.
Ja, so 15, 16 Minuten länger, da wird es schon ein bisschen kritisch. 18 gehen normalerweise gar nicht. Normalerweise, Ausnahme ist mein Junggesellenabschied. Mal ein bisschen Eigenwerbung in eigener Sache. Habt ihr denn schon meinen Junggesellenabschied gesehen? Wenn noch nicht, dann bleibt doch auf jeden Fall dran bis zum Ende. Denn im Abspann könnt ihr auf meinen Junggesellenabschied draufklicken, euch den anschauen. Und ich hoffe, dass er euch gefällt. Wir spielen jetzt einfach mal weiter mit dem Minigolf. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, welches Loch ich gerade bin. Das wird mir ja auch gerade nirgends angezeigt. Boah, ist das peinlich, ne? Ich habe das Loch, was da vorne ist, nicht als Loch angesehen. So. Wo ist es? Wo muss ich hin? Da ist die Fahne. Oh. Klasse. Ja, es ist heute nicht mein Tag fürs Minigolfen. Das sieht gut aus. Wollte ich gerade sagen, aber schön dran vorbeigeschossen. Warum auch nicht? So, jetzt aber rein damit. Bei Schlag Nummer 6 ist das Ding auch mal drin. Anstrengend heute mit mir. Loch 18, Leute. Wir sind beim letzten Loch angekommen. Wir spielen das Ding hier rüber und verkacken es. Der muss... Ja, hier so ein Mittelding muss ich finden, ne? Ja! Das ist es doch gewesen. Sehr schön. Wie viele Punkte habe ich? Endergebnis 62. Nicht so schön. Das soll es dann gewesen sein für die Runde Golf It. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Support-Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch ein Abo hinterlassen für weitere Videos von mir. Unter anderem wird es noch eine Golf It-Folge geben. Nämlich ein Parcours ist noch offen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. In diesem Sinne, Hausterinne, bis zum nächsten Mal, sagt euer Dagont. Ciao!